Hallo Welt, da sind wir wieder. Ja, wir sind hier doch wieder zurück zu der netten alten Dame gegangen. Die hat wenigstens Suppe. Da können wir ja wenigstens mal gucken, wie das aussehen würde, wenn wir was zu essen bekommen würden. Aber sie gibt auch nicht so viel davon ab. Zweimal hat sie uns was gegeben. Ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen ist. Und jetzt sind wir super hungrig. Haben alle unsere ganzen Sachen aufgebraucht. Und hoffen, dass es hier was zu essen gibt. Sonst müssen wir uns in nächster Zeit alleine von Tee und Kaffee ernähren. Oh, und Rohrkolbenstängeln. Rohrkolbenstängel. Die letzte Gipfelbrause. Ja, wir brauchen das Zeug gar nicht so weit wegzupacken. Wir werden ja nochmal los. Und jetzt, nachdem wir wissen, dass Kaffee auch Kalorien hat, was mich irgendwie wundert. Ah, nicht viel. 110, ja, aber wenn man 10 Tassen davon trinkt, dann ist man doch auch geheilt. Kann man denn 10 davon trinken? Wenn man keinen Durst hat, wird man wohl einfach nichts mehr trinken können, oder? Vielleicht ja. So wird's wohl sein, ja, ja. Sie will bestimmt von uns, will sie ein Kaninchenfell haben. Sonst gibt sie nicht wirklich alles preis. Die weiß bestimmt noch mehr. Auf 400 haben wir sie ja nicht gebracht. Das ist ja nur 375. Zwar hatte sie uns dann die Stiefel gegeben, aber ab 400 war doch noch was anderes. Gucken wir doch mal sofort. Nein, sie hat alles... Wir haben absolutes Vertrauen bei ihr. Oh, das ist bei 375 schon gewesen. Gar nicht bei 400. Ich dachte bei 400. Mach das an. Come on. Okay, ich höre es knistern. Aber... Ja, doch, es geht. Dell? Ja, wir müssen ja irgendwas trinken und... Dann machen wir das so. Eine Flechte, wie man sie in den alten Wäldern der nordwestlichen Pazifikküste findet. Bartflechte. Aber daraus können wir doch was herstellen. Bartflechtenverband, ja.
Doch, trinken können wir noch. Das ist mir schon lange ein Dorn im Auge hier, die Hagebutten. Können wir die nicht mal verwerten? Kaffee Nummer 2. Bitte nicht nachmachen, was wir jetzt hier vorhaben, aber wir haben nichts anderes. Nummer 3. Müssten wir jetzt schon wenigstens 300 Kalorien drauf haben. 600. Doch, das geht. Ja, aber dann war es das auch schon. Ah, Hagebutten. Oh, Moment. Oh. Geht nur einmal. Ohne ihr Gewehr, selbst mit ihrem Gewehr würden, da, wir haben einen Schuss, da können wir doch kein Tier schießen mit. Und dann kommen die Wölfe und vertreiben uns. Nicht immer alles so negativ sehen. Es könnte auch alles gut werden. Wow, das mit den Hagebutten, das war aber jetzt auch nicht sehr viel, oder? Wir hatten doch hunderte von Hagebutten schon gesammelt. Ach so, der hat gar keine. Doch, der hat auch Kalorien. Hey. Oder ob das mit dem Bankschließfach doch irgendwie was anderes ist. Nein, nein, das stand. Irgendwann hat Resiat gesagt, im Tresor sind die Bankschließfächer. Und wir kommen ja nicht in den Tresor. Ja, dann haben wir hier das Zeichen von... Moment, da. Von der Grauen Mutter. Und hier haben wir das Haus von dem Manager. Würde doch passen. Bankmanager. Da haben wir ja schon bei ihm gesucht. Und wir haben ja einen Schlüssel gefunden. Wo sind unsere Schlüssel? Hier.
Hausschlüssel des Bankmanagers haben wir gefunden. Bankschließfach, Schlüssel 7. Schlüssel zum Bauernhof von Paradiesauen, na gut. Dann diese Schließkassetten, diesen Schließkassettenschlüssel auf dem Bauernhof. Das ist aber auch nicht das Richtige. Ja, wir haben ja alles mitgenommen. Ich glaube, aufgegessen schon. Zumindest haben wir ihr das nicht gegeben, glaube ich. Dann haben wir Bankschließfach Schlüssel 20 sogar gefunden. Und hier unten Bankschließfach Schlüssel 15. Oh ja, dann stelle ich mir gerade vor, dass es vielleicht zum Tresor noch einen Schlüssel gibt, den wir da aber mitgenommen haben. Ja, oder der ist doch noch im Haus versteckt beim im Bankmanagerhaus. Ja, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das heißt, wir müssen wirklich das Haus nochmal ganz akribisch durchsuchen. Aber mit knurrendem Magen mag ich das auch nicht machen. Oder hat sie noch irgendwas zu sagen? Bus, nein. Krank, nein. Bauernhof, nein. Bank, ja. Abgeschlossen, nein. Erzähl mir mehr über diese Bank. Pah, eine Bank vom Festland. Hat nie hierher gehört. Normalerweise sind Banken gut gesichert. Ich bezweifle, dass ich da reinkomme. Die Filiale wurde schon vor Jahren geschlossen. Der Zusammenbruch hat uns alles geraubt. Wie macht ihr das mit dem Geld? Ja, das ist doch keine Frage. Sowas kann uns doch jetzt nicht interessieren. Wir wollen doch wissen, wie kommen wir in den Tresor. Einige von uns verwenden noch das alte Papier oder treiben Tauschhandel. Ich habe schon seit Jahren kein Papiergeld mehr gesehen. Bist du sicher, dass es in der Bank noch etwas von Wert gibt? Du stellst Fragen, statt nach den Antworten zu suchen. Und jetzt geh und beschaffe mir das Schließfach. Dann wird dir alles klar werden. Hilft dir alles nichts. Und gib doch mal hier noch so einen lecker Trinken-Tee. Steigt ja nicht mehr das Vertrauen. Ach, das noch. Wie geht's uns? Hungrig. War zu erwarten. Schnee, Schnee. Warum ist denn da ein Ofen überhaupt beim Bankmanager im Haus? Ja, noch mehr Vertrauen, das bringt ja auch nichts. Sie hat ja keine Optionen mehr. Sie kann ja gar nichts mehr für uns machen. Ah, da hinten läuft der Hase immer. Aber der ist auch schon nach hier vorne gekommen. Na. Hier. Sonst nehmen wir hier bald alles auseinander. Den Vorhang können wir den auch ohne Messer auseinandernehmen? 10 Minuten dauert's. 34 Kalorien kostet's. Ja, nee, erstmal müssen wir... Was ist mit dem Ofen?
Jetzt haben wir ein gutes Stück Holz dafür genommen. Ja, ich höre es schon knistern. Scheint zu klappen diesmal. Sehr schön. That didn't work. Dachte ich mir schon. Versuch mal so einen Stock. Come on. Ja, der ist neu, der Ofen. Also für uns. Wir kennen den ja noch nicht. Vielleicht ist er aber auch schon zu alt von sich aus gesehen, dass er total verrußt ist. Aber es knistert doch schön. Oh ja, da geht doch was. Kohle können wir wann hinzufügen? In 20 Minuten. Erstmal richtig anheizen. Ja, gut. Nehmen wir den Stuhl hier auseinander. I'd eat anything right about now. Was braucht er? Nochmal 25 Minuten. Einen zweiten Dosenöffner, guck an. Den hatten wir auch übersehen. Ach. I can always use more food. Wie konnten wir dann sowas übersehen? Ohne Licht, aber da wissen wir doch, dass da so ein Hängeschrank drüber ist. Vielleicht haben wir dann doch noch ganz andere Sachen hier übersehen. Neun Minuten. Oh, das dauert ja alles, das Zeug sehr auseinanderzunehmen. Nanu? Ich hätte schwören können, beim letzten Mal hätten wir die Socken schon mitgenommen. Und das Tuch auch.
Und die Vorhänge, dachte ich. So, noch ein Durchlauf. Diesmal gucken wir uns den Boden an. Vielleicht hat er ja auch irgendwo sogar ein Geheimversteck, aber na, den Boden haben wir uns doch gerade auch schon angeguckt. Nachdem wir die Vorräte jetzt gefunden haben, vielleicht ist ja das Ausrufezeichen jetzt weg. Vielleicht geht ja jetzt die Geschichte weiter. Minuten noch. Und hinter dem Vorhang ist ein Tresor vielleicht, der geöffnet ist, in dem der Schlüssel liegt. Und wie geht's uns, nachdem wir jetzt endlich mal was gegessen haben? Spitzenpfirsiche. Gut geht's uns da. Und was sagt die Karte? Nein! Und das ist ja auch wieder neu hinzugekommen. Wir haben irgendwann nochmal mit ihr geredet darüber und dann war das Ausrufezeichen hier auch nochmal wieder. Sollen wir jetzt echt eins machen und hier zur Brücke von Fichtensturz, sollen wir da nochmal hingehen? Da waren die ganzen Autos. Da ist so viel Essen haben wir nicht, das schaffen wir nicht. Aber dann ist ja dieses ganze Gebiet hier überhaupt nicht erkundbar. Also da waren die Autos und wir haben die, ganz klar haben wir die nicht durchsucht. Vielleicht war da ja doch irgendwo der Schlüssel dabei. Ja, der wird wohl versucht haben abzuhauen hier, der Bankmanager, denke ich mal. Oder wie kommt man sonst in diesen Tresor? Nein, da sind Schlösser vor, das geht nicht. Wahrscheinlich sind wir auch im Fortschritt der Geschichte noch gar nicht so weit. Die Schlösser sind ja ausgegraut. Ach mir, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wo hier noch irgendwas versteckt sein könnte. So groß ist die Wohnung ja nicht. Und ich finde, wir haben wirklich überall jetzt nachgeguckt. Ja, aber da oben war auch auf einmal wieder was drin.
Auf einmal hat jemand reingestellt. Das haben wir nicht gesehen vorher. Die Socken auch nicht. Ich weiß nicht warum. Ich meine, wir waren letztens hier und haben wir da auch Socken aus der Ecke geholt. Vielleicht kommen die auch immer wieder, die Socken. Vorhang ist da, das Bild, da ist auch nichts hinter. Wir schlafen jetzt aber mal, wie ein Bankmanager schläft. Das wäre meine nächste Idee, dass wir zu der Brücke gehen. Ja, liebe Welt da draußen, ihr seht, ich komme da scheinbar nicht weiter, außer dass ich dann zur Brücke nochmal gehe und die Autos untersuche, aber viel Erfolg verspreche ich mir davon auch nicht. Wie sieht's denn mit unserem Brecheisen aus? Also ich denke mal, die Autos, die werden da stehen, damit man überhaupt hier nach Milton kommt. Das ist eigentlich ineffektiv, das hier zu machen. 2 Meter weiter hätten wir ein Haus. Da ist doch ein größerer Ofen und alles. Oder hat er das doch draußen versteckt, was wir hier finden sollen? Was sind denn das da für Kisten? Oh, mit nichts drin. Naja. Nanu? Na
Ah, nein, 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 nein. Das Haus ist hier. Ach ja, gut, sehr kalt scheint es heute zu sein. Ja, habe ich schon gesagt, dass wir in der nächsten Folge weitersuchen werden. Diese Folge ist nämlich vorbei. Ich bedanke mich noch für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.